Krokodil am Nil, am Nil, am Nil, verkehrten ganz inkognito. Der Josef und der Pharao mit Ramses saß heut in der Bar, der Gatte der Frau Potiphar, und aß von einem Feigenblatt gehackte Mumie mit Spinat in der Bar zum Krokodil am schönen blauen Nil. Ein schlankes Mädchen schwarz maskiert, das hat die beiden fasziniert. Sie kauft in ihr Narzissen, Narzissen, Narzissen. Der Gatte der Frau Potiphar, der schneller als der Ramses war. Tirili, Tirila, Tirili, Tirila, der wollte sie gerne küssen. Ja, küssen, ja, küssen. Als er zu Ramses kam zurück, da senkte traurig der den Blick und sah verstört zu Boden. Der Ramses fragt, wieso denn? Worauf die Antwort schallte, das Weib war meine Alte. In der Bar zum Krokodil, am Nil, am Nil, am Nil, vergötten ganz inkognito, der Josef und der Pharao. Dort tanzt man nur drei Viertel nackt zu Schimmi und zwei Viertel Takt. Es traf mit der Geliebten sich des Abends ganz Ägypten sich in der Bar zum Krokodil am schönen blauen Nil. Das Leben
einmal geben. Vielleicht ist morgen schon vorbei. Das kann das Leben nur einmal geben. Denn jeder Frühling hat nur einen Mai. Da sagte man, was kann der Siegesmund dafür, dass der so schön ist? Was kann der Siegesmund dafür, dass man ihn liebt? Die Leute tun, als ob die Schönheit ein Vergehen ist. Man soll da froh sein, dass es so was Schönes gibt. Ja, was kann der Siegesmund dafür, dass der so schön ist? Ach Mensch, der Siegi ist doch ein süßer Kavalier. Und dass der immer bei den Damen gern gesehen ist. Der Siegesmund dafür. Der Problem an dieser Spröde war, die war bei Sigi zahm, weil der sich's gut benahm, er ging in Lehmann kam. Doch wenn Herr Lehmann, der Barbar, mitunter kam zu früh und laut mit Sigi schrie, dann sagte sie: Ja, was kann der Siegesmund denn dafür, dass der so schön ist? Was kann der Siegesmund dafür, dass man den so liebt? Also die Leute tun immer so, als ob die Schönheit ein Vergehen ist. Ja, man soll doch froh sein, dass es so was Schönes gibt. Was kann der Siegesmund dafür, dass der so schön ist? Ach Mensch, der Sieg ist doch ein süßer Kavalier. Und dass der immer bei den Damen gern gesehen ist. Ja, was kann der Siegesmund, was kann er denn dafür? Als Sigi so mit 80 Jahren die schöne Welt verließ, trug ihn ein Englein süß hinfort ins Paradies. Doch Petro schrie, hinfort mit dir, hier kommt kein Sünder rein. Da riefen im Verein die Engelein. Ja, was kann der Siegesmund dafür, dass der so schön ist? Was kann der Siegesmund dafür, dass man ihn liebt? Die Leute tun, Schönheit kein Vergehen ist. Man soll doch froh sein, dass es so was Schönes gibt. Ja, was kann der Siegesmund dafür, dass er so schön ist? Ach Mensch, der Siegi ist doch ein süßer Kavalier. Und dass der immer bei den Damen gern gesehen ist. Ja, was kann der Siegesmund, was kann er denn dafür? Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines
träumt davon in jedem Augenblick. Irgendwo auf der Welt gibt's ein bisschen Seligkeit. Und ich träum davon schon lange, lange Zeit. Wenn ich wüsste, wo das ist. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Kein Verhältnis haben, kein Verhältnis haben. Ist sie hübsch, wird man sagen. Na, die muss doch eins haben. Die muss doch eins haben, es wäre zu dumm. Naja, und wenn man schon so redet und sie hat keins, ja, da wäre es doch viel besser gleich. Sie hat eins. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Können Sie mir sagen, warum? Man lacht diskret und maliziös. Und so entsteht die ganze Chronik skandalös. Kennen Sie Frau Y, die große, schlanke Blonde? Wissen Sie, was man da sagt? Die hat einen Mann, die hat einen Freund und einen Onkel, der es sehr gut mit ihr meint. Dann hat sie einen Löwenjäger und auch einen Jazzbandspieler. Donnerwetter, der Konsum. Man sagt ihr nach, man tratscht herum. Die ist auch außerdem ein bisschen andersrum. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Kein Verhältnis haben, kein Verhältnis haben. Ist sie hübsch, wird man sagen, na, die muss doch eins haben. Die muss doch eins haben, es wird zu dumm. Naja, und wenn man schon so redet und sie hat keins, ja, da wäre es doch viel besser gleich, sie hat eins. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Können Sie mir sagen, warum? Man lacht diskret und maliziös. Und so entsteht die ganze Chronik skandalös. I've known and I've known some. Until I first met you, I was lonesome. But then you came inside and my heart grew bright. And this always seemed so new to me. You really swear, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And then I racked my brain, hoping to explain all the things you mean to me. Buy me a Mr. Shane. Please let me explain. Buy me a Mr. Shane means that you grant. Buy me a Mr. Shane again.